Ja, hallihallo, meine lieben Leute. Ich habe es mir nicht einfach gemacht. Ich habe jetzt ein paar Tage das Video beobachtet, was ihr dazu geschrieben habt. Das haben doch mehr Leute geschrieben, als ich das überhaupt gedacht hätte. Im Endeffekt ist es jetzt darauf hinausgelaufen, dass ich mich zwischen Krieger und Druiden entscheiden muss. Und diese Entscheidung habe ich mir bis jetzt noch nicht ganz einfach gemacht. Und ich habe sie jetzt auch noch nicht ganz endgültig entschieden. Also ich werde das jetzt hier live entscheiden. Also da hier keine Mehrheit gefunden wurde in der Hinsicht, ist es jetzt halt mein Problem, dass ich nicht weiß, ob Krieger oder Druide. Und ich werde das jetzt einfach spontan nach meiner Lust entscheiden. Also Rasse war euch ja eigentlich egal. Hauptsache Horde, das war eigentlich Haupttenor. Und da bleiben wir natürlich bei. Trotzdem ist natürlich interessant, welche Rassen mit welchen Klassen kombiniert werden können. Also Ork kann zum Beispiel auf jeden Fall Krieger spielen. Das weiß ich. Untoter kann Krieger auch spielen, aber kein Dudu. Ork kann auch kein Dudu nehmen. Tauchen kann Dudu. Der Troll kann Dudu. Ja, und der Panda kann kein Dudu, okay. Ja. Aber Panda spielt ja sowieso keine Rolle. Spielen wohl eher nicht. Also ich muss euch sagen, mein Hang geht eher Richtung Krieger. Also ich finde den Druiden eigentlich ganz lustig, aber was mir nicht so gut gefällt, ist, dass man beim Druiden nicht die Waffenauswahl hat. Und gerade was den Krieger angeht und auch später, jetzt das nächste Add-on, wo es dann wieder nicht mehr diese Artefaktwaffen gibt und wo es dann wieder individuelle Waffen gibt, da würde ich es vermissen, wenn ich nicht mit einer Waffe kämpfen würde. Und Schild und Schwert ist halt einfach cool, wenn man sich alleine vorstellt, aus Black Temple zum Beispiel hier das Bollwerk von Azinot zu haben. Ja, das ist einfach das coolste Tankschild ever. Mit dem Krieger gibt es einfach optisch einige Möglichkeiten. Und ich finde, der Krieger ist irgendwie oldschool. Der Dudu, der ist halt auch interessant. Also ich will den Dudu jetzt nicht schlecht reden, aber seitdem wir das auch verändert haben mit den Verwandlungen, das ist ja auch nicht mehr so oldschool, wie ich das noch von damals kenne. Ich habe ja noch einen Druiden von damals, den kann ich irgendwo kurz zeigen. Das war so mein Charakter. Mit dem habe ich zu MOP. War MOP 85? Ich glaube ja. Oder war das noch davor? Nee, das war davor. Das war Kataklysm. Ja. Das war mein Kataklysm-Charakter. Also mit dem habe ich Kataklysm geredet. Also Dragon Soul und so. Und da hatte ich den Druiden. Deswegen kann ich auch noch einigermaßen gut einschätzen, wie ich den so gefunden habe. Und der war eigentlich auch ganz cool. Den habe ich auch davor lange gespielt. Also den habe ich mal Tank gespielt. Hier ist er Eule jetzt mittlerweile. Aber ich kann den halt ungefähr einschätzen. Und eigentlich mochte ich ihn auch immer ganz gerne. Aber ich glaube, für einen Let's Play-Charakter ist der Krieger lustiger. Ich glaube, ich nehme den Krieger. Ich glaube, ich nehme den Krieger. Der Krieger ist halt einfach nochmal irgendwie eine Nummer cooler als der Druide. Jetzt ist natürlich die Frage, Krieger kann jede Klasse, ne? Krieger ist so die Oldschool-Klasse. Kann jede Rasse spielen. Also Goblin, eher nicht. Blutelfe, da ist man ja irgendwie schon wieder irgendwie in Richtung Allianz unterwegs. Troll ist ganz cool. Aber auch nicht so cool, dass ich ihn, glaube ich, nehmen würde. Also ich tendiere zwischen Tauren und Ork. Weil Undead, naja, eher nicht. Ich glaube, ich nehme Tauren. Ich glaube, ich nehme wirklich einen Tauren. Ein Taure ist einfach cool. Ein Taure ist einfach cool. Kann ich hier wieder random? Jo. War schon immer egal, wie die eigentlich aussehen. Ich warte jetzt so lange, bis mir irgendwas gefällt. Der ist doch ganz cool. Da brauchen wir nur einen coolen Taurennamen, um Gottes Willen. Gott, was kann ich denn für einen Taurennamen wählen? Was habe ich denn noch so für Namen in letzter Zeit? So alte Klassik-Charakter-Namen. Hm.
Eigentlich will man ja nichts nehmen, wo irgendwelche Zeichen drauf sind. Allein schon aus dem Grund, dass wenn man mal irgendwie was schickt, dass es dazu kein Problem kommt. Aber wie nenne ich denn den Namen? Den Charakter? Sagen wir mal ganz dumm und geben bei Google Taurennamen ein. Gaidrin, Bloomrunner, Neka, Arank. Arank klingt cool. Also vom. Aber den gibt's nicht. Uray. Mal kurz neue generieren. Akisa. Quatoko. Quatoko klingt auch cool. Ich bin da echt immer jemand. Der sich da nicht wirklich was einfallen lassen kann, weil er einfach so. So völlig unkreativ ist. Pahana. Hey, da haben wir einen, ja. Pahana, das geht. Der gefällt mir. Pahana Trathwound. Okay. Finde ich in Ordnung, den Namen. So. Add-ons. Müssen wir natürlich jetzt gleich wieder alles einstellen. Ich weiß noch, dass ich damals Anschiss bekommen habe. Ich erzähle das gleich. Ich gucken wir uns erstmal das Intro an. Das muss jetzt sein. Großes Unglück hat die Tauren erschüttert und lässt ihre Loyalität gegenüber der Horde wanken. Ein Streit zwischen dem neuen Kriegshäuptling Garrosh Höllschrei und dem vielgeschätzten Taurenhäuptling Cairn Bluthoof führte zu einem Duell, das mit Cairns Tod endete. Dieser Verlust ließ die üble Matriarchin Margata Grimmtotem angreifen, in dem Versuch, die Kontrolle über Donnerfels zu erlangen. Allerdings konnte Cairns tapferer Sohn Bane Bluthoof den Angriff erfolgreich abwehren und verbannte die überlebenden Grimmtotem in die letzten Winkel des Landes. Unter Banes vielversprechender Führung wollen die Tauren die Wunden heilen und die Balance zwischen den verschiedenen Fraktionen der Horde wiederherstellen. Mit diesem Ziel führt eine neue Generation von Tauren, die Sonnenläufer, ihr Volk einem Neubeginn entgegen. Einem Hoffnungsschimmer am Horizont. Als stolzes Stammesmitglied aus Malgor müsst ihr die Ehre eures Volkes behaupten und das Land eurer Vorfahren beschützen. Eieiei, ich habe gerade ganz krass Nostalgie-Effekt. Holy moly. Okay. Ein Zygos will ich eigentlich ausmachen. Okay. Ja, also, ich muss es jetzt einstellen. Ich weiß noch, dass ich da schon mal Anschüsse bekommen habe, dass ich das hier live gemacht habe. Aber da kann ich nur wieder darauf erwidern, was ich damals auch schon erwidert habe. Also, ich weiß nicht, das ist Folge 2 oder 1 oder Folge 2. Habe ich da richtig Anschiss bekommen von irgendeinem Zuschauer, der das gesehen hat. Der hat mir dann erstmal direkt einen reingewirft und hat gesagt, hey, warum machst du die Einstellung hier live im Let's Play, macht das doch außerhalb. Ich kann das natürlich in einer gewissen Art und Weise auch verstehen, natürlich. Aber es ist halt, ich will hier halt immer alles, was ich mache, auch irgendwie live aufnehmen. Das ist ja schon von Anfang an so der
der Grundgedanke, der hinter diesem Let's Play steht, was ja auch eigentlich mehr als ein Let's Play ist, sondern vielmehr irgendwie so eine Art Videotagebuch, wenn man möchte. Okay, am Anfang leckt es immer wegen den Add-ons hier. Okay, jetzt hat er sich einbekommen. Okay. So, jetzt gilt es, das Ganze hier zu übernehmen. Das dauert diesmal aber nicht so lange, weil wir einfach alles kopieren können. Ne? Zack, hier zum Beispiel. Auto-Tag, we don't need Auto-Tag. Okay. So, Rarity. Zygor muss ich ausschalten. Ich will nicht mit Zygor questen, ich möchte frei Schnauze questen. Und was ich diesmal vorhabe, ist tatsächlich das Ganze so zu handhaben, dass ich möglichst alle Vanilla-Gebiete durchqueste. Und wenn ich hier irgendwo einen Levelstopp mache, dann mache ich irgendwo einen Levelstopp. Ich möchte diesmal mich in diesem Let's Play zu einer ganz, ganz großen Zeit, zu einer ganz, ganz großen Zeitspanne tatsächlich in Vanilla aufhalten. In den Klassikgebieten. Wo haben wir es denn? Rarity. Zygor's Quest Viewer. Okay. Dauert ganz schön lange am Anfang hier immer, ne? Holy moly. Schön. So, ich glaube nicht, dass ich jetzt erstmal was vergessen habe. Wir spielen natürlich ohne Level-Equipment, ne? Ist klar. Also, wir holen uns kein Level-Equipment, das kommt gar nicht in die Tüte. Hier wird schön ohne Level-Equipment gequestet. Das könnte gerade am Anfang zu lustigen Situationen führen. Ich erinnere mich noch, dass wir mit Hanare damals ordentlich Probleme hatten. Für alle, die das gesehen haben. Da ging es auf jeden Fall auch heiter her. Und natürlich werde ich wahrscheinlich die Quests vorlesen. Also ich denke, ich werde dabei bleiben, weil mich einfach auch die Story auf Hordenseite unfassbar interessiert. Ich kenne das ja auch nur alles aus Allianzseite und was bei Horden storytechnisch irgendwie dahinter ist, das habe ich ja null Plan von. Und deswegen lore-technisch alleine auch schon hier an dieser Stelle gesagt, ich werde es vorlesen. Also auch einfach, damit ich selber irgendwie nachvollziehen kann. Der erste Schritt. Was ihr hier seht, ist das Werk der Stacheleber, mein Kind. Jahr für Jahr sind sie in unser Dorf gefallen. Durch den großen Kataklysmus sind sie nun aus ihren Dornen hervorgekommen und haben sich wie Heuschrecken im ganzen Land breit gemacht. Das Ergebnis sieht man nun allzu gut. Selbst meine Mutter starb aufgrund ihrer Wildheit. Heute ist der Tag, an dem ihr eure Volljährigkeit erreicht. Heute ist der Tag, an dem ihr eure Waffe nehmen, für den Clan kämpfen und Großmutter Falkenwind rächen werdet. Folgt dem Weg nach Osten. Dort werdet ihr meinen Sohn Grull finden. Er wird euch bei eurem Angriff auf die Stacheleber anführen. Geht in Frieden. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, ich erinnere mich. So, ich weiß, was ich übrigens nicht erinnern kann. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut. Ja, und ich kann an dieser Stelle eigentlich schon mal jetzt um Verzeihung bitten. Ich werde hier andauernd von den Soundtracks schwärmen. Gerade auch, ich habe es ja glaube ich schon mal erwähnt, der erste Charakter, den ich mir damals erstellt habe, das war auch ein Taure. Ein Taurenhunter, das war der allererste. Da hatte ich noch nicht eigenes World of Warcraft, das habe ich dann meinem Freund ausprobiert. Und mein erster Charakter, der war dann tatsächlich auch ein Taurenkrieger namens Utwell. Lange ist's her, aber Taure, das ist so das, der Grundgedanke, den ich mit WoW verbinde. Also das ist schon sehr nostalgisch aus meiner Perspektive betrachtet. Willkommen zu eurer ersten richtigen Prüfung als Tauren. Merkt euch, allein schon die Anwesenheit der Borstennacken macht diesen Ort zu einem Schandfleck. Wo sie sind, bleibt nichts übrig außer Leichen und Brachland. In Kamp Narach könnte es in nur wenigen Tagen genauso aussehen wie hier.
wenn wir nicht standhaft bleiben und kämpfen. Dies wird euer Ritus der Kraft. Die erste Zeremonie, die einem Kriegerhelden der Tauren gewährt wird. Begebt euch ins Herz von Dornenknoten und tötet die Stacheleber der Borstennacken. Kehrt daraufhin zu mir zurück. Seid vorsichtig. Ach, guck mal, die werden jetzt sogar markiert. Das ist ja auch interessant. Das gefällt mir. Ist zwar neu für mich, aber ist durchaus nachvollziehbar. Ich finde es irgendwie ein bisschen schade, dass wir noch keinen Anstürmen haben. Wenn wir jetzt Level Gear hätten, wären wir schon Level up. Allein schon auf dem Grund der Bonus-Erfahrungspunkte. Schon allein aufgrund der Bonus-Erfahrungspunkte. Hier, da haben wir einen voll ausgestatteten Paladin mit vollem Level-Equipment. Die brauchen einen Hit für die Mobs hier. Ihr habt gut gekämpft. Wir könnten vielleicht noch gerettet werden. Unser Stamm in Gefangenschaft. Trotz ihrer geringen Größe sind die Borstennacken uns zahlenmäßig überlegen. Ein Angriff des Rudels kann selbst den größten Tauren überwältigen. Viele unserer Intendianten haben zu den Waffen gegriffen, um ihre Heimat zu verteidigen. Einige haben ihr Leben dafür gegeben und ein paar befinden sich in Gefangenschaft. Ich bitte euch, findet ihre Käfige und befreit sie. Die Schlacht sollte die Stacheleber ablenken. Ich hatte irgendwie das Gefühl, es gäbe hier irgendwie so mehrere Synchronquests, aber irgendwie scheint es hier nur am Anfang bei dem einen Quest hier zu bleiben. I don't know. Früher waren das irgendwie, dachte ich, da gäbe es gleich zu Beginn irgendwie ein paar mehr. Schlüssel brauche ich dafür nicht, ne? Einfach rechts klicken. Nummer 2. Ja, die brauche ich eigentlich gar nicht. Was? Ich habe keine neuen Abilities bekommen. Wie schnell der auch Level 2 ist. Unfreaking believable. Dass ich irgendwie mit Level 2 noch keine neue Ability bekomme, ist, finde ich echt schon ein bisschen fragwürdig. Und was damit das Kämpfen irgendwie abgeschlossen. Flüssiger ist, keine Ahnung. Das ist zu weit. Eigentlich ist das, was ich hier mache, voll sinnlos. Wir wollen ja gerade nicht möglichst schnell aufsteigen. Wenn ich dann hier einfach irgendwelche Mobs grinde für XP Leech, dann ist das eher suboptimal. Ich kann einfach nur vorbei. Ich muss sie vernichten. Ist ja schließlich auch meine Aufgabe als Tauren. Oh, hier haben wir auch einen Krieger hier. Grüße. Dank euch sind unsere Krieger wieder frei und können ihre Heimat verteidigen. Ich immer mit meinem Könnten. Meine Güte. Wir konnten gegen die Borstennacken hier einiges ausrichten. Ich werde hier bleiben und das Gebiet sichern, aber ihr müsst weiterreisen. Sucht Adana Donnerhorn auf. Sie ist mit ein paar Kriegerhelden nach Südwesten aufgebrochen, um den Rest der Borstennacken auszumerzen. Lebt wohl. Ja, Südwesten. Nur mal zur Info, das wäre jetzt damals eine Quest gewesen, da gab es nicht sowas hier. Ja, da gab es nicht so eine Markierung, sondern da muss man Richtung Südwesten gehen und hoffen, dass die Angaben richtig sind. Da muss es dann hier gucken, nie ohne Seife waschen, ja, Südwesten, hier genau dazwischen und dann musstest du halt so dich bewegen. Da hat man noch richtig schön ein bisschen was über
über die Himmelsrichtung erfahren. Wieso können die eigentlich schon alle fahren? Was braucht ihr? Grüße. So einen Shopper hatte ich doch auch, oder nicht? Wie schreibt man den Shopper? Chauffeur. Hier. Habe ich den jetzt tatsächlich auch? Yo. Unfassbar. Was es nicht alles gibt, oder? Ein freaking believable. Was führt euch hierher? Es liegen noch weitere Prüfungen vor euch. Ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet. Ja, jetzt kriegen wir hier mal ein paar mehr Quests, meine Gute. Ritus des Muts. Etwas, das ihr bereits sehr früh erlernen müsst, ist eure Beute nie zu unterschätzen. Während wir durch die Angriffe in Kamp Narach abgelenkt waren, haben einige Borstennacken sich unbemerkt angeschlichen und ihre eine Kiste mit Gewehren geklaut. Ihr könnt von hier aus sehen, wie sie im Süden nun die Luft mit Blei füllen. Dies wird euer Ritus des Muts. Stellt euch dem Regen der Gewehrschüsse, jagt die Waffendiebe der Borstennacken und bringt uns unsere Gewehre zurück. Die Eigenheiten seiner Beute zu kennen, ist ein sehr wichtiger Aspekt bei der Jagd. In ihrer Heimat leben die Stacheleber in den Schatten und im Schutz großer Dornenwurzeln. Wenn sie unterwegs sind, pflanzen die Schamanen Samen, um neue Dornenbehausungen wachsen zu lassen. Achso, diese Dornen schädigen das Land und entziehen allen anderen Pflanzen das Leben, sodass ein Brachland entsteht. Reist nach Süden und haltet die Dornenrufe auf, bevor sie noch mehr Land zerstören können. Habt günstige. Ja klar, das ist natürlich Mulgore und Brachland haben wir hier natürlich rechts dann daneben, direkt im Osten anschließend. Na gut, wie dem auch sei, liebe Leute. Das war jetzt der erste Part unseres Neuanfangs. Wie gesagt, ich werde nicht die Parts jetzt neu splitten. Ich fände es irgendwie lächerlich, wenn wir jetzt ein neues Let's Play anfangen würden. Ich werde das hier einfach neu, einfach weiterlisten und wenn neue Leute dazukommen, die werden sich schon erklären können, warum wir bei Folge 1000 irgendwas sind und trotzdem erst bei Level 2, denke ich jedenfalls. Ansonsten können sie auch einfach nachfragen. Gut, liebe Leute, wir hören uns dann morgen bzw. beim nächsten Part wieder und bis dahin macht's immer gut. Ciao.